Kassel lohnt sich für Menschen, die sich für Graffiti interessieren, weil es in Kassel tatsächlich sehr viel Graffiti gibt, wie man hinter mir sieht. Es gibt viele legale Flächen, zwei wichtige Projekte, nämlich Color Cubes und Raum für urbane Experimente, die legal Bilder im öffentlichen Raum malen. Und auch in den Straßen selbst gibt es viele große und kleine Bilder zu entdecken. Also kommt vorbei in Kassel oder geht vor die Tür, wenn ihr in Kassel seid. Eine Sache, die in Kassel beim Thema Graffiti auch noch sehr toll ist, ist, dass wir tatsächlich sehr viele legale Flächen hier haben. Wir sind deutschlandweit eine der, ich würde sagen, Top 3 Städte mit den meisten legalen Flächen. Und das ist auch für Stadtspaziergänge ziemlich spannend, weil hier, gerade wenn das Wetter so wie heute ist, eigentlich mindestens jedes Wochenende gemalt wird. Das heißt, man kann eigentlich einmal die Woche hier vorbeikommen und entdeckt immer neue Bilder. So zum Beispiel auch dieses Bild hinter mir, das tatsächlich erst gestern entstanden ist.